Hey Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir haben kurz nach 4 Uhr morgens. Ich bin wie immer die Helly von Hellys Playbase. Und ich freue mich natürlich, wie immer, dass du eingeschaltet hast. Wir machen hier heute ein, zwei Quests. Jawohl, ja. Und Leute, ich habe mich jetzt noch ein bisschen erkundigt. Wegen der Farmlife-Mod. Ich bin ja wie eine Doofe rumgefahren hier und habe nach Tieren gesucht. Die Tiere, die gibt's nicht so in der Welt. Die Tiere bekommt man, wenn man die Käfige baut. Jawohl. Ja, dann kann man Tiere züchten und hat dann die Tiere. Und ich bin hier wie eine Doofe rumgefahren und habe gedacht, okay, wir gucken mal, ob wir irgendwo ein Crocodile oder so finden. Nö, gibt's nicht. Gibt kein Crocodile in der freien Wildbahn. Müssen wir selber bauen. Ja, also Käfige. Dafür brauche ich aber erstmal natürlich ein paar Farmlife-Bücher. Und bei meinem Buchglück werden wir wahrscheinlich nie eins finden. Okay. Warten wir mal ab, ja. Auf jeden Fall müsst ihr euch Tiere, also Tierkäfige bauen. Dafür braucht ihr natürlich erst den Farmlife-Table. Den Farmlife-Table gibt's erst, wenn ihr Bücher habt. So, ich glaube, war für jeden jetzt verständlich. Also nur, weil einige auch gefragt haben, Mod, wo ist die, wo gibt's die her und würde ich gerne ausprobieren. Alles unterm Video, in der Videobeschreibung, Leute. Da stehen alle Mods drin, die ich habe. Mit dem Link von der Homepage. Wo ich es runtergeladen habe. So. Ich hoffe, da findet ihr vielleicht noch das eine oder andere für euch. Ja, und dann möchte ich mich natürlich jetzt erstmal bedanken, Leute, für eure. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, mir geht es halt nicht so gut im Moment. Das ist auch nach wie vor leider immer noch so. Ich habe gesagt, Leute, ich brauche Kommentare, ich brauche Liebe unterm Video. Ihr habt mir sehr, sehr viel Liebe unter das Video gehauen. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ja, dass ihr mir so liebe Worte geschrieben habt und mich alle geknuddelt habt. Und danke, danke, danke. Ja, ich könnte natürlich erzählen, was bei mir los ist momentan. Möchte aber natürlich nicht nerven und euch vor allem nicht zuquatschen mit meinen persönlichen privaten Problemen. Ja, ihr sollt ja hier auf den Kanal kommen und abschalten und nicht hören, dass ich gerade aktuell, ja, große Probleme habe, ja. Von daher, trotzdem vielen, vielen lieben Dank für eure lieben Worte und für eure Knuddels. So, jetzt fangen wir mal hier ordentlich an. So, ich habe jetzt erstmal. Ich muss gleich mal gucken. Ich war gestern bei jemandem im Stream, der hat 7 Days gespielt. Bei dem sind auch die Zombies so furchtbar laut stellenweise. Was muss ich denn hier machen? Ach, abholen. Aber ich habe das Gefühl, egal was ich einstelle, wo kommt jetzt einer? Ah, von draußen wahrscheinlich. Es kommt die ganze gammelige Bagage von draußen. Moment. Hier wahrscheinlich, ja, natürlich in die Hütte rein und, wo ist meine Tasche? Ich brauche meine Tasche. Hä? Wo ist die? Da. Okay. Hinterm Bild. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe total vergessen, was ich sagen wollte, Leute. Es ist mir entfallen. Ach, ich hasse mein Leben aktuell. Ganz ehrlich. Ja. Es fällt mir nicht mehr ein. Was habe ich denn gerade erzählt? Ich weiß es nicht mehr. Es ist weg. Es ist weg. Ich habe den Faden verloren, Leute. Ich weiß nicht mehr, worüber ich berichtet habe. Oh. Ja, guck mal, deine Kollegen machen unten auch schon Stress. Ja, das war klar, der Gastro geht mir.
Und noch andere. Kehrt Zacki zu. Komm. Zacki. Hier. Was ist denn? Hui. Okay. Ah, ich glaube, der Gastro-Gerd ist unten kaputt gegangen. Ich glaube, da stehen Spikes vor der Tür. Da ist er wahrscheinlich jetzt reingelaufen. Finde ich gut. Ach so, ich war bei Zombies. Lautstärke Zombies. Genau. Jetzt hier. So, hab das bei jemand anderem jetzt im Stream auch mitbekommen. Das ist so nervig manchmal. Ich habe nämlich, wenn ich aufnehme, habe ich ja die Lautstärke auf meinem Kopfhörer auf ganz leise, weil ich sonst wirklich stellenweise nicht mein eigenes Wort nicht verstehe. Ich habe ein Helmlicht gelootet, Leute. Habt ihr das? Ich hab ein Helmlicht gelootet. War das ein Helmlicht? Das war ein Helmlicht. Es war ein Helmlicht. Oh, bitte, Gott des Lootes. Lass es ein Helmlicht gewesen sein. Helmlicht. Ich hab ein Helmlicht. Ah, der Tag kann nur... Aber die Aufnahme kann nur gut werden. Rezepte, habe ich irgendwie was? Warte mal, hier. Ich brauche etwas. Primitive Kapuze. Natürlich will der da jetzt Klebeband und alles für haben. Komm. Was? Wieso denn nicht? Wieso nicht? Wieso denn? Ach, weil ich kein Dings habe hier. Ich hasse mein Leben. Aber dann schlagen wir gleich draußen mal ein bisschen was ab. Ich hab ein Helmlicht. Was bin ich froh. Gott, ist das schön. Dass ich das noch erleben darf. Ja, Tag 4. Tag 4, Leute. Und ich habe endlich ein Helmlicht. Andere suchen an Tag 4 immer noch einen Messbecher. Ich, I am happy. So. Was? Warum denn nicht? Was habe ich denn jetzt nicht? Wieso kann ich es denn jetzt nicht? Stehe ich gerade nicht. Warte mal, 18. Ach so, weil ich zu wenig. Okay. Ja, Leute, ich, es tut mir leid. Es, also meine Dummheit tut mir wirklich sehr leid im Moment. So. Ja, aber... Ihr kennt das alle, wenn man nicht gut zurecht ist, dann... Dann kann man auch ruhig mal dumm sein, dann ist das nicht so schlimm. Dann kann man auch ruhig mal ein paar Sachen übersehen, so. Oder nicht checken, wie in meinem Fall. Jetzt brauche ich nur noch eine Wrench. Und ich brauche noch ein paar schöne Vehikelbücher. Dann bin ich glücklich, weil dann kann ich vielleicht auch endlich mal darauf hinarbeiten, dass ich mir irgendwann ein Bike herstellen kann. Ich meine, das Fahrrad ist ja jetzt erstmal gut. Aber eine French wäre nicht schlecht, weil because ich brauche Rap-Kits. Und keine Rap-Kits ohne Parts und Co. Ihr versteht mein Leiden, ja? Ohne Rap-Kits kann ich keine Competition machen. Wenn das Fahrrad nämlich nochmal kaputt geht, dann habe ich ein Problem. So, Knife Guy will ich nicht. Ich nehme hier die Zeitschriften. Stufe hier abholen, wo? Dollhaus. Nee. Beseitige Zombies. Gut, dann gehen wir ins Dollhaus. Vehikelbücher. Zwei Stück. Oh mein Gott, wie viel habe ich denn jetzt? 10. 10 von 100 habe ich jetzt. Leute. 13 von 75. Achso, das sind die Seeds, genau. Wartet mal, meine Shit. Warte mal, Moment. Nein. You know the hast drill, du? Asshole. Hast du? Guck mal, du hast einen Schrauben, aber der kostet zu viel. 1680. Was ist denn Hachichi? Ich kenne nur Habibi. Hachichi. Soll das sein? Hachichi.
Hachichi. Ne, schade. Schade. Ach, es hätte so schön sein können mit einer Wrench. So, hätte, hätte Fahrradkette. Wir haben keine French. Also, Naja, vielleicht finde ich ja eine. Wir müssen mal gucken. Also, ich muss auf jeden Fall... Jesus Christ. War ich hier in diesem, Diner? War ich hier schon drin? Habe ich hier schon gelootet? Nein. Ach komm, das ist doch nicht dein Ernst. Dein Kollege steht da in der Ecke, kriegt mich nicht mit, aber du, hinterm Tresen. Hinterm Tresen. So. Ich muss mal kurz so machen, Leute. Weil ich kann ja, ich habe das ja jetzt auf die SS, auf die S2 gezogen. M2. Auf die SSD. So, jetzt habe ich's. Jetzt kann ich hier gerade keine Screenshots mehr machen, deswegen muss ich zwischendurch mal kurz das UI ausblenden. Da ist ein Hund. Ernsthaft? Ich wollte eigentlich nicht schießen. Hier noch ein Hund? Nein. So, damit ich nämlich daraus dann einen Screenshot schneiden kann aus der Folge. Mach das Auto nicht kaputt! Wie habe ich die nochmal genannt? Cordula. Ich will immer Corinna sagen. Aber es ist die Cordula. Komm, gib mir Bücher. Da, mindestens eins. Leute, heute... Ich hab ein gutes Gefühl heute. Heute ist ein guter Tag. Ja, ihr könnt mich mal... Ihr könnt da unten jetzt von mir aus krabbeln. So, ihr kommt hier eh nicht hoch, deswegen ist es mir schnurzpiep egal, ob ihr da unten rumkrabbelt. So, ist hier noch was? Ist hier oben noch jemand auf dem Dach? Nein. Passing Gas, komm. Lass mich was Cooles looten. Da haben wir jetzt schon mal... Wie viele habe ich denn jetzt? 6? 5? Okay. Bergarbeiterstiefel. Mhm, ich habe 2 Skillpunkte, Leute. 2 Skillpunkte. Guck mal, wie viel brauche ich denn hier? 20 für das Motorrad. Gut, aber ich könnte mir zumindest schon mal ein neues Fahrrad bauen. Ja. Tausammler, Werkbank. Brauche ich noch 3 Bücher. Das kriegen wir hin, glaube ich. Wir müssen einfach mal öfters irgendwo... Ne, Moment, Moment. So. Dann kriege ich nämlich auch Fett raus. Brauche ich zum Kochen. So, jetzt machen wir hier, habe ich Dietriche. Ich habe keine Dietriche. Dann machen wir es so, Leute. Oh. Ja, wie war denn euer Wochenende, ihr Lieben? Ich hoffe gut. Ja, ich hatte hier... Ich habe mich so gefreut, dass endlich so die Hitze weg war. Also, dass es hieß, es soll kühler werden. Und dann war bei mir hier nur Schmocke. Ja, es hat zwar geregnet, aber es war so ekelhaft stickig und plusterig schwül. Ja, war auch nicht gut. Ich kann es nur sagen, ich freue mich echt, wenn der Herbst kommt. Von mir aus mit ganz, ganz vielen Regentagen. Ja, Hauptsache kühl. Ich liebe den Winter. Und ich hätte gerne mal wieder so einen richtig fetten Winter, Leute.
Ja? So richtig mit richtig geil Schnee und eisiger Kälte. So, wir gucken jetzt mal hier. Vielleicht finde ich ja hier noch. Eine Kleinigkeit. Wir haben ja Zeit. Wir haben 8 Uhr. Wir müssen uns ja nicht hetzen. Ja. Okay. Hallo, Krause. Hm? Der Krause, der Krause. Der hatte eine Pause. Ich brauch Stuff. Ist das hier überhaupt für ein Ding? War ich hier überhaupt schon mal drin? Kenn ich das Teil? Weiß gar nicht, wo ich hier... Wo bin ich denn hier drin? Construction Warehouse. Okay. Guck mal, habe ich meine Schaufel mit? Habe ich mit. Ah, immerhin ein bisschen Zement, ne? Stein und Co. kann ich so abklopfen. Aber jetzt ist geil, Leute. Jetzt kann ich mir auch eine Mine anlegen. Ja, jetzt, wo ich das Helmlicht habe. Ich muss halt nur gucken. Könnte ich mir rein theoretisch eigentlich schon eine Picke bauen? Eisenspitzhacke? Natürlich nicht. Was denke ich denn? Was erlauben sich Playbase? Also, fürchterlich. Hätte ja auch zu schön sein können, ne? Okay, die Dog, habe ich den schon? Ja, den habe ich schon. Gehen wir mal oben gucken. Das kenne ich gar nicht, das Ding. Gab es das schon immer? Gab es das schon in der 21, Leute? Oder ist das eins von den neueren Gebäuden? Das kenne ich überhaupt nicht. Hier war ich noch nie drin. Ich glaube, das gab es noch nicht, ne? Okay, dann gehen wir mal raus. Gehen aufs Dach einmal gucken. Da steppt wahrscheinlich jetzt gleich der Bär, oder? Oder auch nicht. Aber da war ja eine abgeschlossene Tür, ne? Ist das vielleicht hier der Raum? Ja, das ist der Raum. Okay. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Ist da bestimmt noch irgendwo einer drin. Ich hab's doch geahnt. Der Ernie. So, das war's aber auch schon dann, glaube ich, ne? Ja. Aber ich habe ein paar Bücher gekriegt, Leute. Ich bin glücklich. Das ist doch schön. Und ich habe ein Helm nicht, Leute. Das ist das Wichtigste. Wie gesagt, früher hat man die ja immer schön aus den Autos gelootet. Also hatte eine Chance zumindest. Aber ich glaube, das ist schon ewig nicht mehr so, ne? Also ich kann mich nach der Alpha 17 nicht mehr dran erinnern. Oh, ich habe ein Repair-Kit, sehr gut. Dass man die noch gelootet hat. Also aus dem Auto. Hm. Oh, gut, hier ist nichts mehr. Dann können wir ganz geschmust weiter. Dann fahren wir mal zur Quest. Vielleicht habe ich da ja auch noch ein bisschen Blutglück. Vielleicht ist da ja auch noch was Schönes für mich drin.
Oh, fahr doch hier nicht so dumm. Mensch. Bill Gears Place. Ach, das Dingen ist das, okay. Das Dingen, das ist auch nicht schlecht. So, hier eins, zwei. Ach, guck mal, meine Arbeitsstation habe ich ja fast zusammen. Die kann ich verkaufen nachher. Kriege ich da überhaupt was für? Ja, acht. Acht Jetons ist ja nix. Ansonsten. Okay. Wir gehen mal rein. Hallo? Oh Leute, das ist ein cooler Screenshot. Wartet. Das ist ein cooler Screenshot. Den finde ich gut. Schade, dass wenn man das auf eine andere Festplatte packt, ohne dass da Steam und so drauf ist, dass man dann keine Thumbnails mehr machen kann. Finde ich ein bisschen schade. Ach, natürlich, komm. Ist jetzt auch egal, kommt. Jesus Christ. Jesus Christ. Superstar. Da, 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 da. Das ist ein Ernie. Aber ich meine, die haben ja jetzt... Es hieß ja hier von wegen... Zombies sind jetzt vielfältiger, ne? Weil die ja andere Klamotten anhaben. Aber ganz ehrlich, meistens habe ich nur die normalen Standard-Zombies. Es ist ganz selten mal, dass mal einer von den anderen anders gekleideten da ist. Eigentlich ist das so wie sonst auch. So, komm hier, ich brauche es. Ich habe auch noch gar keinen Tausammler, fällt mir gerade mal so auf. Könnte ich mir ja auch mal langsam bauen, ne? Topfpflanzen, den nehmen wir mit. Kann ich hier eigentlich auch was looten? Das kann ich nur kaputt machen, ne? Rauskriege ich da nichts, oder? Außer jetzt. Ne? Schade, hätte ja sein können. Aber die sind süß, die Dinger, ne? Die sehen schön aus. Die hätte ich gerne in meiner Wohnung. Hier schon mal mein Täschchen. Okay, und die kann ich, glaube ich, nur, da kriege ich nur Lehm raus, ne? Ich glaube, ich keine Bier. Lehm und Nitrat. Ach komm, jetzt habe ich einmal angefangen. Jetzt kann ich den Rest auch mitnehmen, ne? Das wäre ja sonst echt zu schade. So, und ja, ich kann die jetzt zwar so abbauen mit der Hand, aber ich kriege mehr raus, wenn ich abklopfe. Was ist das denn? Was ist das denn? Kornhusk. Das ist wahrscheinlich von der Farbenlife, ne? Oh, guck mal, schicken Tamale, Leute. Grilled Squash. Ich muss unbedingt mal gucken, wo ich denn die Bücher dann auch looten kann von der Farmlife. Also geben muss es die. Aber woher? Woher gibt's die? Ich hab noch nicht ein einziges gelootet bislang, oder?
Oder habe ich es einfach nur nicht gesehen? Ne. Also in der Tasche habe ich keins. Ach komm, den Dings kann ich bei mir auch noch abbuddeln. Wenn ich mir jetzt eh eine Mine machen kann, dann brauche ich das jetzt hier auch so nicht abhauen. Und ich habe ja die Warzug angespielt gehabt. Ja, einfach nochmal, um reinzugucken, ob die läuft, Leute. Ja, da kann ich euch nur sagen, ui. Die wird heftig. Da freue ich mich schon drauf, auf die Warzug. Und ich glaube, die Präpokalypse, die ist auch mittlerweile draußen. So. Aber die Prepo will der Zombieur nicht spielen. Da hat er keinen Bock drauf. Hat er schon gesagt. Schade eigentlich. Weil ich fand die eigentlich ganz cool. So. Quest fertig. Wo ist mein Fahrrad? Da. Ab zum Händler. Guckt, habe ich heute erfolgreich gelootet. Da freue ich mich. Freue ich mich wirklich, Leute. Ich habe echt erfolgreich gelootet. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Warte mal. All items repair. Was haben wir denn hier? Oh. Wartet. Aber meine Taschen sind voll, ne? Ich habe schon wieder so viel in den Taschen drin. Da komme ich eh so nicht rein, glaube ich, ne? Aber es sieht interessant aus. Theos Drax, Leute, hier, da. Drogen, trotz Apokalypse. Alles schon leer gelootet hier. Aber klar. Gut, nee, dann gehen wir die Quest erst ab. Und machen mal die Taschen leer. Und ich muss, glaube ich, auch mal wieder was zu essen kochen. Ich brauche aber Fleisch. Ich brauche Fleisch. Dringend Fleisch. Und irgendwie läuft mir echt... aber hier ist der... Aha. Warte mal, hier ist Pete's Butcher. Da sind doch Schweinchen. Moment. Da mache ich mir mal kurz hier ein Pinöppel dran. Da waren noch immer Schweinchen drin, oder meine ich das jetzt nur? Oh, leck mich am Heck, dieses Fahrrad, ne? Da könnte ich Fleisch kriegen. Da gehen wir in der nächsten Folge hin. Da gucke ich. Jetzt machen wir erstmal Quest abgeben. Taschen leer machen. Und dann gehen wir nach Pete's Butcher. Boah, Leute. Das Fahrrad, das ist... Bin ja schon mal froh, dass der hier keine Spikes um oder andere Sachen drum stehen hat. Da wäre ich safe schon ein paar Mal reingefahren und wäre wahrscheinlich schon tot gewesen. Bei meinem Glück. Now that you did the job, I guess you ain't that damn bad after all. Okay. Können wir schon mal hier? Dick Steiner, okay. You better not fuck this up, or I'll cut. What the hell do you want this time? So, was ich von dir will, das sage ich dir später. So, warte mal, jetzt haben wir hier. Oh, das predige Outfit. Rüstung schwere, Rüstung sichere, Fallhöhe. Die kann er haben, die auch. Ein Wassereimer, Leute. Kann in ein geschlossenes Behältnis oder ein Loch im Boden gestützt werden, um es aufzubewahren. Der Rangerhut, oh, der ist gut. Den behalte ich. Der ist besser als das Ding, was ich auf dem Kopf habe gerade. Ansonsten... Thank you very much, and now you can go. Ja. Mal ganz ernsthaft, also... Jetzt überleg mal, hier kommt ein Jugendlicher hin.
Ja? Wobei, ich glaube, die haben die meisten Ausdrücke selber schon. Kommt da so ein 10-Jähriger rein. Hey, fuck yourself, brother! Ach, wie schön das wäre. So. Tja, Leute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ja. Haut mir das doch mal unter das Video, ihr Lieben. Ja. Ah, guck mal hier. Ich habe nämlich hier, haha, ich habe hier extra Kisten noch gemacht. Ja, hier Farm Life Items. Und hier habe ich noch Teile, Mods, Rüstung und ja. Die restlichen gab es ja schon. Hier habe ich Tee abgekocht. Yes. Können wir den ausschalten. Gut. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst. Ja. Däumchen nach oben würde ich mich natürlich auch sehr drüber freuen. Ich packe mal den Wasser einmal hier rein. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch Lust habt, in der nächsten Folge wieder mit dabei zu sein. Und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen... Was haben wir denn heute? Montag, Leute. Wir haben heute Montag. Ja. Und würde sagen, wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Bye-bye.